Volksfeststimmung am Elbestrand in Heirotsberge. Man lässt es sich bei bedecktem Himmel und leichtem Wind gut gehen. Die Damen des Ortsbürgervereins haben Kuchen gebacken und es gibt die letzte Gelegenheit, sich für das Schwimmen in der Elbe anzumelden. Zum 17. Mal ist hier Elbe-Badetag und somit ist das hier im Ort schon eine Tradition. Ja, wo die herkommt, kann ich nicht mehr genau sagen. Das hängt damit zusammen, dass die Elbe nach der Wende ja relativ verdreckt war und man dann eben gesagt hat, im Zuge der Reinhaltung, dass eben nicht mehr so viel Abwässer eingeleitet werden, dass man das halt überwacht. Und irgendwann hat man gesagt, um das zu dokumentieren, man kann die Elbe eben auch wieder debaden. Und so sind diese Elbbadetage entstanden und bei uns im Hohen Wart ist es halt heute der 17. Das Ganze ist nicht ungefährlich, Schwimmen in Strömungsgewässern ansonsten verboten, aber mit Hilfe der Wasserwacht und der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren ist das zu diesem Event möglich, aber es gilt, gewisse Voraussetzungen zu erfüllen. Also sie müssen gesund sein, sie müssen bereit sein, dass sie sich den Bedingungen, die auch die Wasserwacht bzw. die Feuerwehr, den Anweisungen folgen, heißt es eigentlich, aber... Ja, sie geben rote Badekappen aus. Warum? Damit wir die Schwimmer sehen. Rot ist ja erkennbar auf dem Wasser. Und wir sehen die Schwimmer. Es gibt zwei, die haben grüne Badekappen, aber die leuchten richtig schön. Dunklere Badekappen wären nicht gut. Erwartungsvoll stehen die Schwimmer am Ufer bereit und die Einsatzkräfte treffen letzte Absprachen. Insgesamt sind 18 Feuerwehrleute und zwei Wasserwachtler im Einsatz, um im Fall des Falles eingreifen zu können. Ja, die Schwimmer, die hier, werden von uns rübergebracht auf das andere gegenüberliegende Ufer und schwimmen dann zurück und werden durch unsere Boote und durch die Wasserwacht abgesichert. Im Normalfall ist ja Baden in der Elbe verboten. Dank Ihrer Hilfe ist das jetzt möglich. Was glauben Sie, treibt Schwimmer jetzt ins Elbewasser? Die Neugier, die Strömung, das, was man sonst nicht kennt. Ja, was treibt die Leute ins Wasser? Wasser hat allgemein eine erhöhte Faszination und die Strömung, gerade hier im Bereich der Elbe, ist etwas höher, als wenn wir jetzt im Bereich der Ihle bei Biederitz oder so schauen. Und man erkennt eigentlich, viele Leute wenn einfach mal versuchen, nur zu laufen und werden erkennen, dass sie überhaupt keine Chance haben, selbst bei diesem Niedrigwasser. Die Strömung ist dann doch zu stark. Ja, ich denke mal, wir haben hier ca. 1 Meter in der Sekunde. Und man hat keine Chance. Wie tief ist das Wasser an der tiefsten Stelle? Wir haben ja relativ wenig Wasser im Moment. Ne? Ich sag mal, der Pegel in Magdeburg war gestern bei 48 cm. Und die Fahrrinne ist ja immer noch deutlich tiefer. Also hier an der Stelle habe ich keinen Grund in der Mitte gehabt. Und jetzt geht es los. Mit den Motorbooten der Feuerwehr geht es gut 250 Meter stromaufwärts auf das andere Ufer. Dort werden die Schwimmer abgesetzt und hier gibt es noch gute Tipps, wie man möglicherweise nicht gar so weit abgetrieben wird. Na, ich denke, es ist wichtig, dass man nicht dahin guckt, wo man landet, sondern dass man schon vorher halt aufs Ufer guckt. Also da 90 Grad, sage ich immer zu den Leuten. Und wenn es die Elbe voller ist und mehr strömt, dann sogar 45 Grad rückwärts schwimmen. Also so, und dann treibt es einen ganz alleine dahin, wo man hin will. Und dann sind die Ersten im Wasser. Was so gemächlich aussieht, ist sportlich sicher anstrengend, denn die Kraft des Wassers, das unaufhaltsam in Richtung Nordsee fließt, sollte man nicht unterschätzen. Unter den wachsamen Augen der Rettungskräfte wird einer der Schwimmer dann doch relativ weit mitgerissen, aber der ist ein geübter Schwimmer und macht das hier nicht zum ersten Mal und erreicht unbeschadet unter dem Applaus der Zuschauer als Erster das Ufer. Ja. Im ersten Moment sah es so aus, als ob Sie vorbeitreiben würden, aber ich glaube, Sie haben ein bisschen Erfahrung. Ne? Oh, ich habe mich verirrt diesmal, ich war nicht ganz konzentriert. Ja. Und wie war's? Es war erfrischend, hat Spaß gemacht. Ja, immer wieder gern. Es gibt noch viele Schwimmerinnen und Schwimmer, die das Abenteuer suchen. Macht einfach Spaß. Ist einfach angenehm auch mal und es ist auch mal wieder mal einfach nur ein Erlebnis. Dadurch, dass man jetzt einmal jährlich das einfach machen kann, warum nicht? Und so sind die Boote noch viele Male unterwegs, bis alle ihr Ziel, einmal in der Elbe gebadet zu haben, erreicht haben. Bis zum nächsten Mal, wenn Heirotsberge zum 18. Elbe-Badetag einlädt.